Das Jahr 2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Die Welt im Ausnahmezustand. Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Das Virus hat die außenpolitischen Konflikte in den Schatten gestellt. Heute wollen wir sie in der Sendung beleuchten. Die globale Schlagkraft der EU hat nicht zuletzt durch den Ausstieg des Vereinigten Königreichs schwer gelitten. Es gibt viele außenpolitische Herausforderungen, doch das Hauptthema wird sein, wie die Union sich auf der Weltbühne gegen China, die USA und Russland behaupten kann. Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Katalysator geopolitischer Veränderungen. Der weltweite Wettstreit um den besten Impfstoff ist eine neue Form der Geopolitik, schreibt die Wochenzeitung Die Zeit unter dem Titel Impfe und Herrsche. Welche Rolle spielt Europa im internationalen Machtgefüge? Eine der Fragen an meine Gäste. Caroline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung ÖVP. Sigmar Gabriel, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler Deutschland SPD. Susanne Weigelin-Schwirzig, Ostasien-Expertin Universität Wien. Und Hannelore Veit, ORF-Korrespondentin Washington. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum diskutieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Frau Ministerin, der Brexit ist schon eine lang beschlossene Sache, nur die Art und Weise nicht. Das heißt, es geht um die Frage, wie die EU und Großbritannien in Zukunft Handel treiben. Heute hätte es zu einer Einigung kommen sollen, ist es nicht. Sie haben vor zwei Tagen schon in der kleinen Zeitung gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass es keine Einigung gibt. Meinen Sie das auf den Sonntag bezogen oder glauben Sie, dass es zu einem harten Brexit kommen wird? Ich glaube, man kann es nicht schönreden. Je länger das dauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass es hier keine Einigung gibt. Auf der anderen Seite sage ich Ihnen auch ganz klar, ich bin von meinem Naturell her eine Optimistin. Und vor allem habe ich auch als Politikerin gelernt, dass es gerade auf europäischer Ebene sehr oft dann Entscheidungen und politische Durchbrüche in letzter sprichwörtlich Minute gibt. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass wir weiter zusammenhalten, die 27 der Europäischen Union fest daran glauben, weiter verhandeln und auch denen, die jetzt an vorderster Front verhandeln, den Rücken stärken, das ist unser Ziel. Einer Knackpunkt sind eben die Wettbewerbsbedingungen. Und hier geht es darum, dass ein zollfreier Handel zwischen Großbritannien und EU nur dann stattfinden soll, wenn auf beiden Seiten des Ärmelkanals die gleichen Arbeitnehmer, Nehmerinnen, sozialen und Umweltstandards gelten. Soll hier die EU hart bleiben? Absolut. Also das ist für uns auch ein harter Punkt immer gewesen, das sogenannte Level Playing Field, dass hier die Standards auch eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass dann sozusagen auch die EU Nachteile hat, weil man vielleicht in Großbritannien diese Standards nicht einhält. Es gibt auch noch den Punkt natürlich der Fischerei. Der ist ein Punkt, der für Frankreich natürlich sehr wesentlich ist. Aber wir haben auch hier immer gesagt, wir sind solidarisch. Wir wollen eine gemeinsame Lösung. Aber ich sage es auch ganz klar, nicht um jeden Preis. Und deshalb sind diese Tage und auch jetzt die noch Verschiebung sicher essentiell, kann es gelingen oder kann es nicht gelingen. Wir halten hier zusammen und wir stärken Ursula von der Leyen und natürlich auch denen, die verhandeln, also auf unserer Seite Michel Barnier, aber auch dem Herrn Frost sozusagen von der anderen Seite. Wir wollen, dass sie dabei bleiben und versuchen, was möglich ist. Aber wir haben es im Beitrag gehört. Es braucht natürlich auch noch eine Ratifikation. Und ich habe vor kurzem auch mit dem Europäischen Parlament Kontakt gehabt. Und die haben auch gesagt, sie richten sich darauf ein, dass es hier noch dann vielleicht auch zwischen Weihnachten und Neujahr eine Sitzung geben kann. Also vor Silvester eben, wo das beschlossen werden könnte. Herr Gabriel, Sie haben rund 40 Jahre politische Erfahrung. Sie sind Wirtschaftsminister gewesen, Außenminister, Vorsitzender der SPD. Sie waren Vizekanzler. Der Ton wird immer schärfer eben im Streit zwischen Großbritannien oder in dieser Verhandlung zwischen Großbritannien und EU. Wir haben gerade gehört, wegen der Fischereirechte hat London sogar angekündigt, die Marine auf den Plan zu rufen. Wie wird denn Ihrer Meinung nach dieser politische Poker zwischen Premier Johnson und der Kommission ausgehen? Ja, Ihre österreichische Bundesministerin hat schon recht, das steht spitz auf Knopf. Trotzdem bin ich nach wie vor einigermaßen optimistisch, und zwar vor allen Dingen, weil in den Vereinigten Staaten ein Präsident gewählt wurde, der sozusagen vermutlich jedenfalls kein Freihandelsabkommen in nächster Zeit schließen wird und damit auch keines mit Großbritannien. Und das war ja die große Hoffnung von Boris Johnson und den Konservativen in Großbritannien, dass sie quasi die EU nicht mehr brauchen und ein privilegierte Partnerschaft, ein privilegiertes Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten bekommen.
Das ist nicht der Fall. Ich glaube, das Vereinigte Königreich und Boris Johnson sind auch die großen Verlierer dieser Entscheidung in den USA. Und deswegen ist der Druck jetzt sehr hoch, doch noch irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Man ist in solchen Verhandlungen nie davor gefeit, wenn die Rhetorik zu hoch gedreht wurde, dass am Ende keiner mehr von den Bäumen runterkommt. Aber ich hoffe doch, dass, sagen wir, das reine ökonomische Interesse am Ende siegt und es dann doch noch zu einem Ergebnis kommt. Die EU ohne Vereinigtes Königreich, wie wird sich das vor allem im Hinblick auf die Machtachse Frankreich-Deutschland entwickeln? An wen geht jetzt die Frage? An Sie, Herr Gabriel, noch, weil es ja um die Geopolitik und die Machtachsen geht. Also heißt das, dass wenn Großbritannien, wenn das Vereinigte Königreich draußen ist, dass hier Frankreich wieder die politische Führung in der EU übernehmen könnte, würde? Erstmal heißt es, dass die ganze Welt ohnehin kritischer auf Europa schaut. Wir haben ja manchmal die Tendenz, auch bei uns in Deutschland, so ein bisschen zu sagen, na, dann sollen sie halt gehen mit ihrem Eigensinn. In Wahrheit ist das ein riesiger Verlust, der Europa dramatisch schwächt. Es geht eben nicht irgendein Land, es geht ein Land mit jahrhundertelanger Tradition, mit einem international sehr starken Fußabdruck, eine Nuklearmacht, ein ökonomisches Powerhouse. Und der Rest der Welt schaut eben auf Europa sehr kritisch und sagt, guck mal, die machen uns immer Vorschläge, was wir in der Welt tun sollen, aber die können nicht mal ihren eigenen Laden zusammenhalten. Das Zweite ist, in der Tat werden die Kräfteverhältnisse innerhalb Europas sich verändern. Vor allen Dingen dann, wenn diejenigen Erfolg haben, die im Grunde in den nächsten Jahren weitere osteuropäische oder mitteleuropäische Mitgliedstaaten aufnehmen wollen, vor allen Dingen aus dem Balkan, dann verändert sich das Gewicht innerhalb Europas. Und Sie haben recht, Frankreich hat schon seit geraumer Zeit Bauchgrimmen darüber, dass die traditionelle Rollenverteilung Deutschlands als ökonomischer Motor und Frankreich als politischer Motor der Europäischen Union, dass das wegen der Schwäche Frankreichs über eine ganz relativ lange Zeit dazu geführt hat, dass Deutschland beides gemacht hat, eine politische Führungsrolle übernommen in Europa und die ökonomische. Das möchte der französische Präsident korrigieren. Das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, dass es nicht klug ist, das an der Frage entlang zu machen, ob Großbritannien nun Mitglied ist oder nicht. Aber in der Tat geht es bei der ganzen Auseinandersetzung um die Autonomie Europas im Kern über die Frage, was soll das für ein Europa sein? Ein kleineres mit größeren Geschwindigkeiten, bei dem vielleicht die Osteuropäer nicht so stark dabei sind. Das kann sich Frankreich vorstellen. Das ist nicht die Position Deutschlands. Deutschland hat als größtes Land in der Mitte Europas immer auf beiden Schultern getragen und versucht, sozusagen West- und Osteuropa zusammenzuhalten. Wir hielten diese Entwicklung, glaube ich, aus deutscher Sicht nicht für vernünftig, aber das ist eine Auseinandersetzung, die es in Europa jetzt gibt. Hannelore Veit in Washington, offenbar hofft eben Frankreich auch auf eine gute Machtachse in die USA. Das hat mit dem Außenminister zu tun, oder? Das hat mit dem zukünftigen Außenminister, mit Anthony Blinken zu tun. Er hat sehr gute Beziehungen zu Frankreich. Er hat als Kind in Frankreich gelebt. Seine Mutter war dort in zweiter Ehe mit einem Holocaust-Überlebenden verheiratet, der übrigens auch ein Mitarbeiter des damaligen Präsidenten Giscard d'Estaing war. Tony Blinken ist in Paris in die Schule gegangen, spricht perfekt Französisch, ist sehr gut vernetzt, kennt auch einige von Macrons Beratern, gerade Wirtschaftsberater, sehr gut aus seiner Zeit in New York. Und Tony Blinken ist wirklich ein Vertrauensmann Joe Bidens. Er hat für ihn im Senat gearbeitet. Er war sein sicherheitspolitischer Berater als Vizepräsident. Frankreich hofft natürlich, da gewissermaßen eine Favoritenrolle zu haben, aber es wird nicht gehen. Frankreich, USA alleine, das findet unter Joe Biden, unter dem zukünftigen Präsidenten Joe Biden nicht statt. Deutschland wird da mitreden müssen und der Rest Europas genauso. So wird es sein. Wir werfen jetzt aber mal einen Blick auf das Corona-Jahr. 8. Dezember 2019. Vor einem Jahr wird in der chinesischen 11-Millionen-Stadt Wuhan der erste Fall eines Virus entdeckt, das die bis dahin bestehende politische Weltordnung auf den Prüfstand setzen wird. Die Führung in Peking warnt die Weltgesundheitsorganisation zunächst nicht vor den Gefahren der neuartigen Infektionskrankheit. Aus der Epidemie wird eine weltweite Pandemie. Im März gehen Dutzende Länder in Lockdowns. Die Weltwirtschaft rasselt in ihre größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.
bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Wir müssen Österreich ab morgen auf den Notbetrieb herunterfahren. Strictement de la gestion de crise. Die Corona-Pandemie ist die erste globale Krise seit 75 Jahren, in der die Supermacht USA ihre internationale Führungsrolle von sich weist. Präsident Donald Trump deklariert den Ausstieg der USA aus der Weltgesundheitsorganisation. Das will Joe Biden rückgängig machen, der morgen vom US-Wahlleutegremium zum 46. US-Präsidenten gewählt wird. Das Weiße Haus unter Trump hinterlässt ein internationales Führungsvakuum, das die aufsteigende Macht China füllen will. Wir müssen jenes Land zur Verantwortung ziehen, das diese Plage verursacht hat. China. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking erreichen in der Pandemie jedenfalls einen historischen Tiefpunkt. Zwischen den Fronten die Europäische Union. Ein Jahr nach dem Brexit und immer noch schwer beschäftigt mit dem Austritt der Briten, braucht die EU ein paar Monate, um im Kampf gegen das Virus gemeinsam aufzutreten. Die Mitgliedstaaten ermächtigen die EU-Kommission, für alle gemeinsam Impfstoffe zu kaufen und zu verteilen. We must stay focused on the big picture. Wir müssen uns auf das große Ganze konzentrieren und alle zusammenhalten. Das Machtgefüge zwischen den USA, der EU und China wird bestimmen, wie die Welt in den kommenden Jahrzehnten aussehen wird. Wer als Erster die Pandemie durch Impfungen besiegt, hat einen Vorsprung, wirtschaftlich und machtpolitisch. Frau Weigelin-Schwierzig, wie geht es China tatsächlich ein Jahr nach der Pandemie und wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Ja, das ist eine interessante Frage, denn es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was da eigentlich los ist, weil ja im Augenblick wir alle nicht dorthin fahren können. Das heißt, wir müssen uns sehr stark darauf verlassen, was wir indirekt mitbekommen, was wir durch E-Mail-Kontakt und ähnliche Dinge aus China erfahren. Und man muss sagen, die Regierung versucht sehr stark den Eindruck zu erwecken, als wäre die Krise jetzt überwunden, als wäre auch wirtschaftlich alles wieder auf gutem Wege in China. Und die Bevölkerung ist wohl auch, soweit man das so generell sagen kann, ziemlich davon überzeugt, dass die Regierung es geschafft hat, diese Krise in den Griff zu kriegen, und zwar weit besser als die Regierungen aller anderen Länder dieser Welt. Und das wird auch der chinesischen Regierung Tag für Tag in allen Medien, die zur Verfügung stehen, immer wieder erklärt. Welchen weltpolitischen Blick hat denn China auf Europa? Nun, der Brexit, so wie vorhin, glaube ich, Herr Gabriel auch richtig sagte, ist es so für die chinesische Regierung, die schütteln nur den Kopf und sagen, tja, so sind die Europäer, dass sie noch nicht mal ihre eigenen Sachen richtig in Ordnung haben. Dabei muss man sagen, dass die chinesische Regierung es immer bevorzugt hat, mit einzelnen Ländern zu verhandeln. Und wiewohl die EU ein wichtiger Partner ist für China, ist es ein ungeliebter Partner. Man weiß immer nicht so ganz genau, wie man mit diesem multilateralen System zurechtkommen soll. Und man spricht viel lieber zu den einzelnen Regierungschefs. Und insofern ist der Brexit nun auch für die chinesische Seite eine gute Möglichkeit, eben allein mit England zu verhandeln. Und ich glaube, Großbritannien hat auch schon den einen oder anderen Blick auf China geworfen, gerade in einer Situation, wo es jetzt mit Amerika nicht ganz so läuft, wie Boris Johnson sich das vorgestellt hat. Herr Gabriel, Sie haben im Tagesspiegel im März gesagt, auch in Europa gibt es neben Covid-19 einen zweiten Infektionsherd, der My Nation First Virus. Jetzt haben wir in der Geschichte gehört, Kanzlerin Merkel aus Deutschland sagt, es kommt bei der Pandemiebekämpfung irrsinnig auf das gemeinsame, solidarische Handeln an. Eigeninteresse vor Gemeinschaftsinteresse. Sagen Sie das 7 Monate später noch immer, dass das My Nation First Virus ist, das noch immer grassiert, das in Europa noch immer? Na, um zu erläutern, was ich damit gemeint habe, muss man sich nur mal erinnern, was los war, als die letzte Finanzkrise 2008 stattfand. Innerhalb kurzer Zeit trafen sich die Finanzminister der 20 größten Industrienationen und hatten nicht nur eine gemeinsame Krisenanalyse, sondern vor allen Dingen auch haben sich verabredet, was sie gemeinschaftlich dagegen tun wollen. Etwas Vergleichbares hat es in der viel dramatischeren Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Folgen gar nicht gegeben. Es gab ein Außenministertreffen
auf G20-Ebene. Das ist gescheitert, weil man sich nicht mal auf den Namen des Virus einigen konnte. Die Vereinigten Staaten unter Donald Trump wollten unbedingt, dass es China- oder Wuhan-Virus heißt. Daran ist es am Ende gescheitert. Daran sieht man, wie schlecht es um die internationale Zusammenarbeit bestellt ist. Und ich habe das ein bisschen paraphrasiert, nämlich gesagt habe, My Nation First, diese Pandemie zeigt uns auch, in welch schwierigem Zustand die Welt ist, bei der Pandemiebekämpfung, im Klimawandel, bei der Frage der Weiterverbreitung von Nukleartechnologien. Überall bräuchten wir eigentlich mehr Zusammenarbeit, haben aber in den letzten 12 Monaten vor allen Dingen weniger Zusammenarbeit erlebt. Auch innerhalb Europas übrigens. Am Anfang hat selbst Deutschland beschlossen, keine medizinischen Hilfsgüter nach Italien zu liefern, obwohl im Fernsehen schon die Leichensäcke in Bergamo gestapelt wurden. Gott sei Dank hat das Deutschland schnell korrigiert, sonst hätten uns das die Italiener vermutlich 100 Jahre nicht vergessen. Aber wir haben auch lange gebraucht, um in Europa zueinander zu finden. Also, sagen wir mal, dieses Bewusstsein, dass man füreinander Verantwortung hat, nicht nur in Europa, sondern zum Beispiel auch mit den Ländern, die viel ärmer sind, wo es viel weniger Testungen gibt und wo dieser Virus noch auf Hunger und Armut trifft, die es ohnehin schon gibt. Davon ist nicht viel übrig in der Welt und das finde ich schon einen dramatischen Zustand. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Führungsnation der Vergangenheit, die Vereinigten Staaten, diese Rolle nicht wahrgenommen, nicht eingenommen hat. Das wird hoffentlich unter Joe Biden jetzt wieder anders. Frau Edtstadler, stehen wir aus der europäischen Perspektive jetzt besser oder schlechter nach einem Jahr Pandemie da? Spüren Sie jetzt mehr Solidarität oder ist das jetzt nur ein Hoffnungsschimmer, punkto Impfstoff und alles andere ist wieder unsolidarisch? Also ich möchte zunächst einmal darauf reflektieren, was die Frau Professor auch gesagt hat, dass man sozusagen als China ein bisschen belächelt, dass Europa oder die Europäische Union jetzt mit sich selbst beschäftigt ist und vor allem mit dem Brexit. Da darf man schon einmal festhalten, dass wir natürlich ein ganz anderes System haben, dass wir Demokratien sind, dass wir Rechtsstaatlichkeit haben, Menschenrechte haben. Ja, gerade wenn uns heute auch aus Teilen der Welt Dinge ereilen mit Meldungen, dass Exekutionen durchgeführt werden im Iran, weil die Meinungsäußerungsfreiheit auf dem Spielstand steht, dann möchte ich das schon also hervorheben, wir sind in Europa eine ganz anders strukturierte Gemeinschaft. Und dann kommt aber der zweite Punkt, und da komme ich auf das, was Sie auch gefragt haben. Es hat am Anfang der Krise sehr lange gedauert, bis die Europäische Union reagiert hat. Und da hat sich ganz brutal auch die Schwäche dieses Systems gezeigt. Wir waren dann alle sehr froh, als es dann losgegangen ist, dass man auch erkannt hat, man muss hier zumindest Empfehlungen auf europäischer Ebene machen, was auch das Wiedereröffnen der Grenzen betroffen hat. Und die Staaten haben sich auch mehrheitlich daran gehalten. Und dann gibt es jetzt neben der Solidarität, die sich gezeigt hat, vor allem im Juli, als auch das größte Budget aller Zeiten beschlossen worden ist und auch, Gott sei Dank, was Sigmar Gabriel auch sagt, die Erkenntnis, dass wir diese Pandemie nur gemeinsam überstehen können, dass wir füreinander einstehen müssen, auch für die, die am härtesten von der Krise getroffen worden sind, hat sich vor allem eine zweite große Erfolgsstory schon gezeigt. Und das ist die gemeinsame Forschung und Entwicklung von Impfstoff und jetzt auch die gemeinsame Beschaffung. Und auf dem Weg müssen wir jetzt draufbleiben, weil ich sehe die große Gefahr, wenn wir jetzt nicht gemeinsam solidarisch in eine Richtung gehen, in einer Zukunftskonferenz uns auch überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen. Dann kommt der Einfluss von China und die Gefahr sehe ich. Und in der Krise hat China das auch teilweise schon genutzt und ist halt dann nach Italien gefahren und gesagt, wir kommen jetzt und wir haben ja schon mehr Erfahrung und wir kommen mit den Ärzten und mit den Masken. Eine schöne Geste, aber eine ganz große Gefahr, die ich hier sehe. Aber kommen wir eben auf den Einfluss des Machtwechsels, der in den USA stattfindet. Hannelore Veit, morgen die US-Wahl, das US-Wahlleute-Gremium wählt ja Joe Biden. Das ist an und für sich geheim. Trotzdem die Frage bis zum 6. Jänner, ist es geheim? Kann es da jetzt noch Überraschungen geben oder ganz sicher nicht mehr? Es wird keine Überraschungen geben. Die Wahlmänner und Wahlfrauen wählen in ihren eigenen Bundesstaaten. Und sie sind ja meistens von den Parteien bestellt. Es ist zwar in der Verfassung nicht festgelegt, dass sie so wählen müssen, wie sie im Vorhinein gesagt haben. Es hat aber in der Vergangenheit immer nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen gegeben. Weniger als 1% war das. Es war nie so viel, dass die Wahl davon beeinflusst worden wäre. Und das wird es auch diesmal nicht sein. Donald Trump hat bei der letzten Wahl 2 Wahlmänner Stimmen verloren. Joe Biden hat einen relativ großen Vorsprung. Er wird am 20. Jänner zum Präsidenten der USA gewählt. Nicht gewählt werden, er wird das Amt des Präsidenten am 20. Jänner antreten. Keine Frage. Egal, was Donald Trump bis dahin macht. Dieses Datum, 14. Dezember, ist ja eigentlich nur ein Datum, das man überhaupt registriert geworden, weil Donald Trump seit der Wahl immer wieder sagt,
es ist Wahlbetrug. Ich habe diese Wahl gewonnen, weil er nicht davon runtergeht. Er hat alle, fast alle mit einer einzigen Ausnahme, alle juristischen Anfechtungen bei Gerichten verloren. Und das waren mehr als 50. Also er hat eigentlich keine Chance, aber er wird sicher weiter sagen, er hat diese Wahl gewonnen. America first, das war das Credo von Trump und seiner politischen Ära. Wie wird sich denn der Machtwechsel in den USA von Trump zu Biden in Bezug auf die Europäische Union, auf Europa auswirken? Wo wird er was ändern, aber wo wird er vielleicht eben das Gleiche machen wie Trump? America first. Amerika wird den Führungsanspruch ganz sicher stellen, aber nicht America alone. Und ich glaube, das wird der große Unterschied sein. Joe Biden sieht Europa als Verbündete, als verbündete Partner. Donald Trump ist oft mit Verbündeten viel schlechter umgegangen als mit den Anführern autoritärer Staaten. Er hat die NATO-Mitglieder ständig beschimpft, sie würden zu wenig zahlen. Das ist übrigens eigentlich ein altes Anliegen der USA. Damit hat ja nicht Donald Trump begonnen. Unter Obama hat man sich darauf schon festgelegt, dass die Europäer ihre Verteidigungsausgaben für die NATO erhöhen sollten. Im Gipfel von Wales ist das beschlossen worden. Donald Trump hat das dann halt sehr undiplomatisch formuliert und immer wieder die Europäer vor den Kopf gestoßen. Das wird unter Joe Biden nicht stattfinden. Ganz allgemein finden die Amerikaner es aber schon sehr schwierig, mit Europa umzugehen und auch das schon lange vor Donald Trump, weil Europa nicht mit einer einzigen Stimme spricht, weil man da mit Brüssel, hat es immer wieder geheißen, sich etwas ausgemacht hat und dann kommen 28 einzelne Staaten oder jetzt 27 einzelne Staaten und sagen, ja, Moment, jetzt müssen wir einmal schauen, ob das bei uns zu Hause überhaupt durchgeht. Und da sagen die Amerikaner, na, jetzt haben wir ein Paket geschnürt. Mit wem reden wir denn da? Also sehr schwierig, ein Deal zu machen mit Europa für die Amerikaner. Aber trotzdem, ich denke, unter Biden werden die Beziehungen sehr, sehr viel besser werden. Sie werden enger werden. Allerdings, der große Brennpunkt für die USA wird nicht Europa sein, das wird nach wie vor China sein, das wird der Pazifik sein. Dorthin hat man sich in den letzten Jahren immer mehr gewandt und dabei wird es auch bleiben. China als der große Rivale, das wird der Fokus sein. Herr Gabriel, Sie sind auch Vorsitzender der Transatlantikbrücke und Sie haben etwas gesagt, was jetzt in die Stoßrichtung von Hannelore Veit auch geht. Sie haben mal gemeint, wer unsentimental auf Obamas Regierungszeit zurückblickt, wird schnell feststellen, schon er war wenig an Europa interessiert. Wie interessiert wird denn Biden Ihrer Meinung nach sein und was wird er wirklich total anders machen? Also das Wichtigste ist, dass, was Ihre Kollegin eben schon gesagt hat, dass wir jetzt mit Joe Biden einen Präsidenten haben, der wieder Interesse an Allianzen hat, an Alliierten hat. Das war bei Donald Trump das erste Mal seit langer Zeit nicht mehr der Fall. Früher wussten amerikanische Präsidenten, dass der eigentliche Machtmultiplikator amerikanischer Macht die Fähigkeit war zu Allianzen, zu Partnerschaften. Es gibt keine Alliierten Russlands, es gibt keine Alliierten Chinas. Nur die Vereinigten Staaten haben es geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg solche Allianzen und Partnerschaften in der Welt zu gründen. Die NATO ist die stärkste Partnerschaft. Und mit Biden kommt jemand zurück, der das zu schätzen weiß. Und zwar nicht aus Sentimentalität oder weil der nett zu uns sein will, sondern weil er es im amerikanischen Interesse sieht. Weil er sagt, im 21. Jahrhundert wird selbst das große Amerika es nicht alleine schaffen. Und das ist eine große Chance für die Europäer. Damit werden die Konflikte nicht weg sein. Die Demokraten sind genauso gegen Nord Stream wie die Republikaner. Sie haben zu China eine härtere Position, als die Europäer sie haben können, weil wir sozusagen mit China nicht nur einen politischen Gegner, sondern auch einen ökonomischen Partner haben. China ist ja für uns sowas wie ein Frenemy, Friend und Enemy zugleich, zu Russland, zu anderen Fragen. Das wird nicht einfach sein, aber er wird jemand sein, der Interesse daran hat, mit uns Kompromisse zu schließen, der uns nicht ständig mit Sanktionen bedroht. Das ist der große Unterschied. Aber er wird von uns auch Dinge fordern. Ich glaube, dass jetzt eine sehr unbequeme Zeit für Europa beginnt, denn bislang war es ziemlich bequem. Wir hatten für alles einen Schuldigen. Donald Trump war an allem schuld. Wir mussten unsere eigenen Hausaufgaben gar nicht machen, weil wir immer einen hatten, der in Wahrheit angeblich an dem Übel der Welt schuld ist. Das wird jetzt anders sein. Wir werden
offener sehen, wo die Schwächen Europas sind. Wir haben die gerade in der letzten Woche noch mal gesehen. Es ist gerade noch verhindert worden, dass wir einen Riss zwischen Ost- und Westeuropa bekommen. Aber wir werden auch sozusagen, Europa wird in einen Teil des Vakuums füllen müssen, das die Amerikaner schlicht und ergreifend deshalb hinterlassen, weil sie sich in der Tat dem Indopazifik zuwenden. Und das nicht erst seit Donald Trump, sondern lange bevorher. Es war Obama, der vom Pivot to Asia gesprochen hat und von Amerika als pazifischer Nation. Und das wird unbequem für uns. Denn bislang füllten das Vakuum, wo die Amerikaner gehen, immer sofort Iran, Türkei, Russland, autoritäre Regime. Die Einzigen, die da nie dabei sind, sind die Europäer. Das wird jetzt für uns sehr herausfordernd werden. Und das wird schwieriger sein als in der Vergangenheit, wo wir sozusagen alle schwierigen Angelegenheiten letztlich Amerikanern überlassen haben. Das werden sie nicht mehr tun. Und es ist sogar in unserem Interesse, dass Amerika sich auf den Indopazifik konzentriert, weil nur sie sind in der Lage, die Balance zu China herzustellen. Wir Europäer können das alleine gar nicht. Und wenn man eben zu China schaut, es ist ja so, dass China eben aus einer Stärke heraus meint, sie haben am stärksten die Pandemie bekämpft. Und wenn wir uns dann das mal kurz anschauen, wie unterschiedlich die Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union gesundheitspolitisch durch die Corona-Krise gekommen sind, das zeigt nämlich ein Blick auf die bestätigten Corona-Todesfälle im Laufe des Jahres. Im Jänner vermeldet China die ersten Corona-Todesfälle. Der Milliardenstaat reagiert mit Massentests, regionaler Abriegelung und Militäreinsatz. Während die Zahlen im Februar aufgrund der harten Maßnahmen sinken, steigen sie in der EU und in den USA. Die Vereinigten Staaten lösen im April Italien als Land mit den meisten gemeldeten Todesfällen ab. Nach Lockdowns und Grenzschließungen sind die EU-Zahlen im Sommer konstant tief, etwas, das sich ab September rasant ändert. Aktuell sterben in der EU mehr Menschen als in den USA an Corona. Und in China, da gibt es nach offiziellen Angaben seit Monaten kaum noch Neuinfektionen und Tote. Frau Weigelin-Schwierzig, Sie haben bei den Alpacher Gesprächen davon gesprochen, dass es einen neuen Kalten Krieg gibt. Das sagt auch Sigmar Gabriel in einigen Interviews, nämlich zwischen den USA und China. Und weil eben China glaubt, dass sie am stärksten sind im Kampf gegen diese Pandemie und die USA schwächer. Und gibt es auch welche, auch Sie, die sagen, aus dieser Haltung heraus würde es auch eine Kriegsgefahr geben, nämlich was Taiwan betrifft, wo eben natürlich USA der Schutzherr von Taiwan ist. Warum? In der Tat, also ich beobachte seit längerer Zeit, dass in China, vor allen Dingen in der Propaganda, immer wieder darauf abgehoben wird, dass man an der Tatsache, dass eben so viele Menschen in Amerika sterben an Corona, dass es überhaupt keine koordinierte Corona-Politik gibt, deutlich erkennt, dass diese Supermacht auf dem absteigenden Ast ist. Und dass man an der Tatsache, dass China eben mit dieser Pandemie so gut umgegangen ist, wie wir das ja auch beobachten, erkennen kann, dass eben China eine aufsteigende Macht ist. Und es gibt eine Stelle in der Welt, wo man diese These überprüfen kann. Und das ist Taiwan. Und in den letzten Wochen vor den amerikanischen Wahlen haben Beobachter der Situation in Ostasien gemeint, dass es eventuell sogar zu einem Beinahe-Krieg zwischen Amerika und China kommen könnte. Warum? Weil beide Seiten so stark aufgerüstet haben in diesem Gebiet, dass man also auch aufgrund der Tatsache, dass es ständig Militärmanöver auf beiden Seiten gegeben hatte, befürchten musste, dass es eventuell zu einem sozusagen zu einem Kriegsausbruch kommen könnte, von dem man nicht wusste, ob er nun intentional war oder nicht. Jetzt hat man gemerkt in den letzten Wochen, dass sich das deutlich wieder etwas abgekühlt hat. Das heißt aber nicht, dass die Situation in Ostasien sich wirklich entspannt hätte. Die Chinesen hätten sehr sich gewünscht, dass Trump die Wahl gewinnt, weil dann die Verhältnisse viel klarer gewesen wären und für sie auch ideologisch und propagandistisch viel besser hätten ausgenutzt werden können. Ich glaube, dass die Regierung in China die Einschätzung vertritt, dass die Demokraten wesentlich stärker gegen China ausgerichtet sind als Trump. Und dass gleichzeitig es eben für China sehr gefährlich wird, weil, wie wir vorhin schon gehört haben,
Joe Biden ja jemand ist, der wieder Allianzen in Europa sucht. Also das heißt mit anderen Worten, weltpolitisch sich in Europa einen Partner sucht, mit dem er weltpolitisch die wachsende Macht Chinas ausgleichen kann. Während Trump das ja nicht in dieser Form gemacht hat. Wobei ich noch gerne ergänzen würde zu dem, was vorher gesagt wurde, dass man darauf achten muss, dass eben in der Tat in Asien und im pazifischen Raum die Amerikaner in den letzten Monaten, man kann fast sagen anderthalb bis zwei Jahren, sehr stark Allianzen gebildet haben. Nur mit einer ganz besonderen Ausrichtung, nämlich dass Amerika eine Allianz versucht hat, im pazifischen Raum zu bilden, wo eindeutig Amerika die Hauptkraft ist und alle anderen Länder hierarchisch in ihrer jeweiligen Position zugeordnet werden. Das heißt, es ist auf keinen Fall eine Politik der Gleichheit, mit der sie sich, glaube ich, in Europa etwas schwer tun. Frau Veit, wenn Sie das hören mit der Kriegsgefahr, wird das beobachtet in den USA? Ist da etwas dran? Ich denke, von Kriegsgefahr wird hier eigentlich nicht gesprochen. Wenn ich ein bisschen zurückgreifen darf, die Vereinigten Staaten haben sich eindeutig in Richtung Pazifik ausgerichtet, schon unter Obama, haben das aber versucht, in zwei Richtungen zu tun. Als Wirtschaftsmacht allerdings in erster Linie, natürlich auch als Supermacht. Sie haben damals versucht, mit den Pazifikstaaten ein Abkommen zu schließen, das TPP. Sie haben versucht, mit Europa ein Abkommen zu schließen, TTIP. Diese Themen sind unter Trump natürlich weg vom Tisch. Aber was die Amerikaner damals erreichen wollten, sie wollten, dass 60% des Handels dieser Welt, der Wirtschaft dieser Welt, nach westlichen Regeln, nach Regeln einer Demokratie, nach Regeln, die wir selbst aufstellen, funktioniert und das Land nicht an anderen überlassen, China zum Beispiel. China ist eindeutig zum Rivalen geworden und ich würde sogar sagen, Trump hat da Joe Biden einen Gefallen getan, indem er China als Rivalen, als Gegner dargestellt hat. Biden baut darauf auf, wird darauf sicher aufbauen. Es hat einige Repressionen gegeben in China in letzter Zeit, die gewachsen sind. China ist ein unfairer Handelspartner. Donald Trump hat das immer wieder wiederholt, hat Sanktionen erlassen. Joe Biden spricht nicht davon, diese Sanktionen zurückzunehmen. Im Gegenteil, er will darauf aufbauen. Er sagt, na, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, lasst uns das alles einmal prüfen. Die Politik wird sich ganz sicher danach ausrichten, auch welche Auswirkungen das auf Amerika selbst hat, die Handelspolitik in erster Linie. Auch Biden spricht davon, ich will mehr Jobs bei uns im eigenen Land haben. Er richtet sich da vor allem an Amerikaner mit niedrigem Einkommen, mit mittleren Einkommen. Und es wird auch weiter dieses Machtstreben Chinas irgendwo eine Balance finden müssen mit Handelsbeziehungen, die weitergehen. Ja, aber Amerika hat da erkannt, wir müssen ein bisschen eigenständiger werden, was Technologie betrifft, was Medikamente betrifft. Sie sind zum Beispiel draufgekommen mit Corona, dass viele Grundstoffe für Medikamente einfach nur aus China geliefert werden können. Da wird es eine andere Richtung geben, ganz sicher auch unter Biden. Und man muss auch dazu sagen, Republikaner und Demokraten sind, was China betrifft, einer Meinung. Harte Linie gegenüber China, die wird fortgesetzt. China ist der wichtigste Handelspartner Österreichs in Asien. Frau Minister, laut Wirtschaftskammer Österreich betrug das Handelsvolumen zwischen Österreich und China knapp 15 Milliarden Euro. Jetzt ist es so, dass der Financial Times zufolge hat die EU-Kommission der kommenden beiden Administration auf einem 11-seitigen Papier ein neues Bündnis vorgeschlagen für globalen Wandel und gegen ein, Zitat, zunehmend aggressives China. Kennen Sie dieses Papier? Ich kenne jetzt nicht jede Zeile in diesem Papier, aber ich wollte das schon thematisieren, als man hier in der Diskussion ja auch gemerkt hat, es geht um Amerika, es geht um China. Und Europa muss jetzt schauen, wo es bleibt. Also das ist etwas, was ganz deutlich wird. China ist eine Wirtschaftsmacht, die jetzt ausgebaut wird in allen Richtungen. Was Hannelore Veit jetzt gesagt hat, kann ich für die Europäische Union genauso sagen. Wir sind während der Pandemie draufgekommen, wir müssen autarker werden, was die Produktion von Medikamenten betrifft, aber von anderen
wirklich lebenswichtigen Dingen, die wir jetzt auch gebraucht haben während der Pandemie. Und da muss man schon auch sehen, ich unterstreiche das auch, was Sie gesagt haben, wir müssen mehr auf China schauen, weil China schaut auf uns. China versucht in einer imperialistischen Art und Weise seinen Einfluss auszubauen. Auf Europa, aber auch auf Afrika. Schauen wir uns zum Beispiel an den Hafen von Piräus, der in chinesischer Hand ist und von dem aus wirklich die Dinge gesteuert werden. Und man muss auch dazu sagen, China versucht Abhängigkeiten zu schaffen, während Europa danach trachten muss, jetzt auch die USA wieder als gleichwertigen Partner auf Augenhöhe zu gewinnen, damit wir gegen diese Vormachtstellung schon auch auftreten können. Und ich sage es noch einmal, China ist keine Demokratie. China hat keine Menschenrechte und achtet nicht die Rechtsstaatlichkeit. Das sind alles Dinge, die wir haben. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das ich geführt habe als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Da hat jemand zu mir gesagt, in China, da isst man die Hauptspeise vor der Vorspeise. Was ist gemeint? In China ist man sehr innovativ, es gibt Dinge, die entwickelt werden, aber es gibt zum Beispiel keinen Datenschutz. Das heißt, man kommt drauf, man kann Dinge machen und erst im Nachhinein entdeckt man, was für negative Seiten auch dadurch entstehen. Wir haben jetzt zuerst geredet über das Level Playing Field mit Großbritannien. Na, diese ganzen Standards und Rechte für Arbeitnehmer zum Beispiel gibt es dort in keiner Weise. Und deshalb noch einmal, wir müssen jetzt als Europa schauen, wo wir bleiben, wir müssen uns aufstellen, wir müssen auch danach trachten, da bin ich ja ganz bei dem, was Sigmar Gabriel zuerst auch schon gesagt hat, es muss klar sein, mit wem rede ich denn eigentlich? Die Frau Professor Weigelin hat es auch gesagt. Mit wem rede ich, wenn ich mit Europa reden will? Wie bekomme ich die Meinung Europas? Und wir haben uns das auch klar zum Ziel gesetzt, in Österreich im Regierungsprogramm, aber ich trete da auch ganz stark dafür ein, dass wir die Zukunftskonferenz auf europäischer Ebene starten lassen, um auch hier Mehrheitsentscheidungen in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik tatsächlich fällen zu können, um auch wirklich ein globaler Player endlich als Europäische Union zu sein und hier wahrgenommen zu werden. Die Chance haben wir jetzt. Und die müssen wir jetzt nützen. Herr Gabriel, kann es sein, dass die EU sich entscheiden muss zwischen USA und China, dass eben beiden, dass USA einfach will, eine Allianz gegen China? Ich glaube, dass wir uns gar nicht entscheiden können. Der Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und uns ist eben, dass wir, Österreich ist das ja genauso wie Deutschland, an exportabhängige Nationen sind. Das heißt, wir sind auf die internationale Arbeitsteilung angewiesen, wo wir davon leben. Das ist das Modell, das in Österreich der Wohlstand aufgebaut ist und auch in Deutschland, vielen anderen Ländern. Die Frage ist, wie kann man mit China umgehen? Ich meine, erstmal ist es was Normales, dass ein 1,4 Milliarden Volk mehr sein will als ein billiger Marktplatz für frühere Kolonialmächte. Und dass es einen Anspruch erhebt, auch in der Welt was zu sagen zu haben. Das finde ich, muss man erstmal akzeptieren. Die Frage ist, auf welche Weise geht das und halten Sie sich an internationale Spielregeln? Und da, glaube ich, gibt es zwei grundlegende Strategien. Die eine ist bisher von Donald Trump vertreten worden. Da ging es um Decoupling von China, Entkopplung. Übrigens, die Chinesen versuchen das von ihrer Strategie inzwischen ebenfalls zu tun, um nicht in Abhängigkeiten zu geraten. Die Frage ist, funktioniert das? Kann man ein 1,4 Milliarden Volk unter Hausarrest stellen? Ich glaube, das wird nicht gehen. Und deswegen vermute ich, dass die Amerikaner eine andere Strategie versuchen werden. Und in der Tat ist das der Grund, warum die chinesische Staatsführung sich vermutlich lieber Herrn Trump gewünscht hat. Denn Joe Biden wird versuchen, eine gemeinsame Haltung zu bekommen, USA, Europa, Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, um China zu bestimmten regelkonformen Verhalten zu bewegen, zum Beispiel zurückzuzwingen an den Verhandlungstisch der WTO. Trump hat die WTO blockiert, die Schiedsgerichtsbarkeit, und wollte im Grunde auch raus. Biden wird sie eher mit uns gemeinsam reformieren wollen. Also kriegen wir eine solche gemeinsame Haltung gegenüber China hin? Das, finde ich, ist die klügere Strategie als der Versuch, China unter Arrest zu stellen. Dafür ist das Land ein bisschen groß, ein bisschen stark. Das, was mir mehr Sorgen macht als die Frage einer militärischen Konfrontation, obwohl ich zugebe, dass sozusagen by accident so etwas bei einer so hochgerüsteten Situation wie im Indopazifik passieren kann. Aber noch mehr Sorgen macht mir, dass die Länder, die wir brauchen, wie Australien, Japan, Südkorea, Neuseeland, offensichtlich nicht ganz sicher sind, ob die, sagen wir mal, ihre Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten wirklich auf Dauer gefestigt sein kann. Denn es sind diese Länder, die eigentlich in einer Sicherheitspartnerschaft mit den USA sind, die massive Auseinandersetzungen mit China haben, viel mehr als wir, und die trotzdem
dem Freihandelsabkommen mit China beigetreten sind. Unter anderem, weil absehbar eine Rückkehr der Vereinigten Staaten zu dem ursprünglichen transpazifischen Freihandelsabkommen, was ja alle asiatischen Staaten ohne China umfasst hätte, nicht zu erwarten ist. Weil Biden in der Tat, da gebe ich allen recht, die das gesagt haben, nach der Wahl My Country First auch machen wird, was Jobs angeht. Und er wird keine Mehrheiten bekommen für neue Freihandelsabkommen, schon gar nicht unter den Demokraten. Und deswegen scheinen einige Staaten, ich sage mal ein bisschen lax, dem Braten nicht zu trauen und machen mit dem Erzfeind Freihandelsabkommen nach dem Motto, der Spatz in der Hand ist uns lieber als die Taube auf dem Dach. Und deswegen wird es sehr darauf ankommen, dass Europa und die USA gemeinschaftlich zeigen, dass sie es ernst meinen und dass man sich auf sie verlassen kann, wenn man sich, wenn auch auf eine diplomatische Konfrontation, aber am Ende eben doch auf eine Konfrontation mit dem heutigen China einlässt. Das muss sicher sein. Die dürfen nicht den Verdacht haben, dass sie am Ende bei der nächsten Präsidentschaftswahl der USA wieder alleine dastehen. Frau Weigelin-Schwierzig, die Seidenstraße, das ist auch so ein Projekt, das mit Argusaugen beobachtet wird von den USA und allen Feinden Chinas. Unter der Bezeichnung werden seit 2013 Infrastrukturprojekte der Volksrepublik China gebündelt. Ziel dieses Projekts ist, mit dem Bau und der Finanzierung von Infrastruktur im chinesischen Ausland den Handel mit asiatischen Nachbarn Afrika und Europa auszubauen. Und ein Land, das wir auch noch nicht erwähnt haben, heute in der Diskussion ist ja Russland, weil hier ist es auch schwierig, eben wie soll sich die EU verhalten. Und China möchte natürlich, dass die EU weiter Russland von sich entfernt, damit sie sich dann annähern können, oder? Sehe ich das richtig? Ja, so würde ich das sehen. Denn wenn man wiederum weltpolitisch versucht, zu verstehen, wie sich die verschiedenen Kräfte im Augenblick formieren, wird man erkennen können, dass je mehr wir Russland von Europa isolieren, umso mehr sich eine geradezu natürliche, wenn auch in der Geschichte immer wieder sehr problematische Partnerschaft zwischen Russland und China ergeben wird. Und zwar halte ich das also für eine Geschichte, über die man wirklich sehr, sehr genau nachdenken muss. Denn im Prinzip kann man sagen, dass Russland all das hat, was China nicht hat, und China all das hat, was Russland nicht hat. Also das heißt, hier kommen zwei Länder zusammen, die durch Zusammenfügen ihrer Kräfte aus einer gewissen Isolation heraus einen ungeheuren Machtfaktor im weltpolitischen Zusammenspiel ergeben könnten. Und es wird Amerika und Europa, ich meine jetzt Europa ohne Russland, schwer fallen, also ein entsprechendes Gegengewicht aufzubauen. Und da muss man sehr genau drüber nachdenken. Und ich denke, wenn wir jetzt überlegen, wie kann man mit China umgehen in einer solchen Situation, wo in China viele Dinge passieren, die uns überhaupt nicht gefallen und die auch vielen Menschen in China nicht gefallen, dann muss man sehr darauf achten, dass nach meiner Einschätzung intern betrachtet die Kräfteverhältnisse in China noch nicht entschieden sind. Das heißt also, je stärker wir China in eine Isolation hineintreiben, auch aus grundsätzlichen Erwägungen, umso mehr werden jene Kräfte in der Kommunistischen Partei Chinas die Oberhand gewinnen, die jetzt meinen, die Situation nutzen zu müssen, wo wir alle eben gerade nicht so besonders gut aufgestellt sind, um unter Beweis zu stellen, wie stark sie sind. Und interessanterweise sind das nämlich Menschen, die insbesondere militärisch unter Beweis stellen wollen, dass China stark ist. Auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die auch zum Beispiel über die Seidenstraße versuchen, quasi an dem Beispiel Amerikas zu lernen, dass man seine Weltgeltung ökonomisch und nicht in erster Linie militärisch unter Beweis stellt. Und das sind sozusagen noch die Kräfte in China, glaube ich, mit denen wir am ehesten zusammenarbeiten können. Deshalb muss man sehr, sehr vorsichtig sein, eine pauschale Zurückweisung Chinas vorzunehmen und zu sagen, alles, was sie vorschlagen, ist sowieso alles schrecklich und wir wollen damit nichts zu tun haben, weil man damit nämlich meiner Meinung nach genau die Kräfte in China stärkt, die für uns die größte Gefahr darstellen. Hannelore Veit, es ist ja so, dass Nord Stream, das ist eine Unterwasser-Gas-Pipeline, die von Russland nach Deutschland durch die Ostsee verläuft. Da gibt es die Nord Stream 1 und die Nord Stream 2. Die stehen jetzt kurz eben vor der Fertigstellung. Das ist ja ein großer Konfliktpunkt offenbar, der von den USA Richtung Europa gesehen wird.
Das ist absolut ein großer Konfliktpunkt. Das gefällt den Amerikanern überhaupt nicht, diese Nord Stream Pipeline, die Energie von Russland nach Europa bringt. Das geht so weit, dass amerikanische Botschafter, wenn sie bestellt werden, müssen sie durch ein Senatshearing, da sehr oft mit der Frage konfrontiert werden, was wollen sie tun, um die Energieabhängigkeit Europas zu verringern. Das war konkret auch die Frage an amerikanische Botschafter in Österreich. Was wollen sie tun, um dass Österreich weniger energieabhängig von Russland ist? An sich würde ich meinen, ein Eingriff in die Souveränität der einzelnen Staaten. Aber das ist tatsächlich den Amerikanern ein Dorn im Auge, diese Abhängigkeit oder Teilabhängigkeit Europas von Russland, was Energie betrifft. Die Beziehungen werden sicher weiter frostig bleiben zwischen den Vereinigten Staaten und zwischen Russland. Das hat sich schon daran gezeigt, dass sich Putin sehr lange Zeit gelassen hat, bis er dem neuen Präsidenten Joe Biden tatsächlich gratuliert hat. Man darf auch nicht vergessen, die Amerikaner werfen den Russen Einmischung in die Wahl 2016 vor, mit dem Ziel, damals Donald Trump zu unterstützen. Die Einmischung hat es gegeben, das sagen alle amerikanischen Geheimdienste. Sie hat keine Auswirkung auf die Wahl gehabt. Die Einmischung in den Wahlkampf war diesmal bei dieser vergangenen Wahl weit weniger streng. Aber Beziehungen zwischen Russland und den Amerikanern werden sicher weiter eher frostig sein. Sehr viel hat man vom neuen Präsidenten dazu allerdings noch nicht gehört bis jetzt. Herr Gabriel, die USA würden es aber aus geopolitischen und eigenen Exportinteressen begrüßen, wenn diese Pläne doch noch eingemottet werden würden, Nord Stream 2. Ist das überhaupt realistisch oder wie bewerten Sie das? Also die Haltung der deutschen Bundesregierung und anderer europäischer Staaten ist ja eindeutig. Sie wollen die Fertigstellung dieser Pipeline. Und ich meine, Sie müssen sehen, das ist nicht das erste Mal, dass Amerikaner europäische und vor allen Dingen deutsche Projekte mit Russland mit Sanktionen belegen. Die ersten Sanktionen gab es 1962 gegen das Erdgasröhrengeschäft, 1980 gegen das Mannesmann-Röhrengeschäft. Immer ging es um Erdgas aus Russland. Und selbst Ronald Reagan hat diese Sanktionen mal aufgehoben, weil er einfach gesagt hat, es gibt so viele gemeinsame Interessen mit Europa und mit Deutschland, dass es nicht wert ist, wegen eines Konfliktes diese Partnerschaft zu ruinieren. Und das ist die eigentliche Chance. Ich meine, die Amerikaner werden ein Interesse daran haben, wieder zum Klimaschutz zurückzukehren. Wir werden unsere Klimaschutzziele in Europa nicht beibehalten können, wenn wir nicht auch mittelfristig den Erdgaskonsum zum Heizen unserer Gebäude verringern und durch alternative Energieformen sicherstellen. Also gibt es zum Beispiel Ansatzpunkte für gemeinsame Forschung und Entwicklung im Bereich Wasserstofftechnologie und vieles andere mehr. Also es wird, glaube ich, darauf ankommen, dass man das Feld der Zusammenarbeit möglichst groß macht, damit einzelne Konfliktfelder nicht so bedeutend sind, wie sie es in den letzten Jahren geworden sind. Und das gilt ganz sicher auch mit Blick auf China und die Zusammenarbeit dort. Übrigens, manchmal sind wir Europäer ja selbst schuld. Ich meine, vorhin ist zu Recht gesagt worden von der Frau Bundesministerin, dass es nicht besonders klug war, den Hafen von Piräus an die Chinesen zu verkaufen. Aber wir als Europäer haben in der griechischen Finanzkrise die griechische Regierung ja dazu gezwungen, das zu tun. Oder warum baut eigentlich nicht Europa die Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest, sondern wird durch China finanziert? Also es geht schon auch darum, dass wir selber aktiver werden. Und wie wäre es denn, wenn Europa den Amerikanern anbietet, eine gemeinsame Alternative zur Seidenstraße für Afrika und für Zentralasien anzubieten, um mal in den Wettbewerb, in den ökonomischen Wettbewerb mit China, um die sozusagen Vorherrschaft in solchen Ländern zu gehen. Also es kommt, glaube ich, sehr darauf an, kriegt man eine größere Bandbreite gemeinsamer Interessen hin, dann wird das einzelne Konfliktfeld nicht so viel Bedeutung haben. Das, glaube ich, ist die Strategie, die auch in dem 11 oder 12 Seiten Papier der Europäischen Kommission drin steckt. Und das ist auch das, worauf die Amerikaner aus sein werden in der Zusammenarbeit mit Europa. Sie haben genickt. Ja, absolut. Also das ist auch etwas, was ich zuerst noch ansprechen wollte, dass wir einfach auch als Europäische Union eine Afrika-Strategie brauchen. Wir sehen, dass auch in Afrika hier die Chinesen massiv investieren. Wir können China als Wirtschaftsmacht nicht wegdenken oder wegzaubern. Die sind da. Aber was wir schon können, ist auch anbieten,
bieten also einem Kontinent wie Afrika eine Lösung für die Zukunft. Die Chinesen kommen dann, die haben das Geld, aber sie fordern umgekehrt nichts, was Standards betrifft. In der Rechtsstaatlichkeit bleibt dabei, bei der Demokratie, bei den Menschenrechten. Und wenn wir da eine Strategie geschickt entwickeln, und ich schaue auch nach Washington sozusagen, auch gemeinsam mit den Amerikanern, die Dinge etwa am Westbalkan in die Hand nehmen. Und ich habe das ja auch gehört, dass Joe Biden hier nicht nur großes Interesse hat, sondern großes Wissen hat auch über den Westbalkan, dann glaube ich, können wir hier schon gegensteuern und einiges erreichen und gleichzeitig auch die Standards heben und nicht nur sozusagen das Ökonomische und Weltwirtschaftliche in den Vordergrund stellen. Jetzt habe ich eingangs in der Sendung gesagt, der weltweite Wettstreit um den besten Impfstoff ist auch eine neue Form der Geopolitik. Impfe und Herrsche hat die Wochenzeitung Die Zeit das übertitelt. Und wenn Sie die Strategie ansprechen, Frau Ministerin, jeder will der Erste, jedes Land will das erste Land sein, das eben die Impfung hat. Großbritannien impft schon. Jetzt ist heute auch die Meldung gekommen, in den USA werden sich Trump und alle möglichen Politiker die nächsten Tage impfen lassen. Wer hat die beste Strategie aus Ihrer Sicht und warum dauert es in Europa länger, also in der EU länger, als eben zum Beispiel in den USA jetzt und in Großbritannien? Also da muss man eines sagen, Wettstreit ist natürlich gut. Gerade im Bereich Forschung und Entwicklung hat sich auch gezeigt, wenn Gelder zusammengelegt werden, dann geht es auch schneller, dass tatsächlich ein Impfstoff entwickelt wird. Aber Zeit ist in dem Fall nicht alles, denn wir wollen einen sicheren Impfstoff. Und das ist natürlich auch etwas, in Demokratien muss man auch die Menschen überzeugen. Man mit Argumenten, mit einem guten Impfstoff, mit auch Studien, die es dazu gibt. Und deshalb sage ich hier, nicht nur die Schnelligkeit ist entscheidend, sondern die Sicherheit ist entscheidend. Und mir fällt eines ein, jetzt im Sommer war ja auch der damalige Außenminister Pompeo aus Amerika in Wien zu Gast. Und das war auch die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Bundeskanzler und dem Außenminister mit ihm zu sprechen. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon einen Impfstoff in Russland. Und die Frage war dann auch, warum gibt es denn in Amerika noch keinen? Und da war auch genau das Argument. Es muss schnell gehen, aber es muss vor allem auch sicher sein. Und wir wollen, dass dieser Impfstoff sicher ist und dann auch wirklich das Vertrauen der Bevölkerung finden und bekommen, dass sie sich auch wirklich zu großen Teilen impfen lassen, damit wir zu so etwas wie einer Normalität wieder zurückkehren können. Und das muss man sagen, dass Großbritannien und die USA ja von Pfizer, BioNTech den Impfstoff haben, den ja auch Österreich oder die EU auch haben will. Aber Autokraten werden sich unter Umständen vielleicht leichter tun, indem sie einfach dann die Impfpflicht einführen und damit wirtschaftlich besser hochkommen, oder? Wie wird das China machen, glauben Sie? Naja, also in China ist ja die Strategie eine ganz andere. In China wird ja der Bevölkerung mitgeteilt, dass man dieses Virus loswerden kann, auch ohne Impfung. Und zum Beispiel in Taiwan gibt es ja seit über 200 Tagen keine Neuinfektion mehr, die nicht von irgendjemandem von außen eingebracht worden wäre. Also mit anderen Worten, in Ostasien ist es jetzt so, dass die Impfung nur noch eine zweitrangige Bedeutung hat. Und warum? Weil die nicht schneller fertig geworden wären. Wenn die vor uns fertig geworden wären, dann hätten die alle gesagt, diese Impfung ist absolut das Allerwichtigste. Und man sieht wieder, China ist total gut, weil China nämlich am schnellsten die Impfung entwickelt hat. Da aber China nicht am schnellsten die Impfung entwickelt hat, wird sie jetzt in der Propaganda ganz stark zurückgestuft. Das ist nur ein zusätzliches Mittel, das wir brauchen. Woran liegt das? Weil es auf der anderen Seite so wenig infizierte Menschen in China gibt, dass man dort keine so guten Untersuchungsreihen machen kann. Deshalb hatte zum Beispiel China es notwendig, sich in Brasilien sozusagen mit dem Impfstoff dort zu bewegen und diese wichtigen klinischen Testreihen dort zu machen. Ja? Und das ist der Grund, warum sie nicht so schnell sind. Hannelore Veit, welche Strategie ist in den USA punkto Impfen? Gibt es? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Welche Impfstrategie haben die USA? Den Impfstoff gibt es, von Impfpflicht ist hier keine Rede. Das kann man auch in diesem Land nicht durchsetzen. Der Impfstoff wird ab morgen ausgeliefert. Es gibt gewisse Gesundheitsgruppen oder Gesundheitsbeamte, Health Workers nennt man sie hier, die als Erste geimpft werden und alte Menschen. Ab April soll es dann für jeden die Möglichkeit geben, sich zu impfen. Da gibt es eben Vorbildwirkung. Clinton wird sich
vor Fernsehkameras impfen lassen. Ex-Präsident Obama wird sich vor Fernsehkameras impfen lassen. Impfpflicht gibt es hier keine, ist hier auch nicht durchsetzbar. Dazu gibt es gerade in Teilen der Bevölkerung, die stark betroffen sind, bei Minoritäten, vor allem auch bei den Schwarzen, extreme Ressentiments gegen von der Regierung verordnete medizinische Maßnahmen. Da haben gerade die Schwarzen eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Da sind zwischen 1930 und 1970 schwarze Männer nicht auf Syphilis behandelt worden, weil man ein Experiment machen wollte. Man hat es ihnen allerdings nicht gesagt und daher enorme Ressentiments. Es sind nur etwa 14% der Schwarzen, die sich überhaupt impfen lassen würden zu diesem Zeitpunkt. Enormen Kampagnen laufen jetzt an, lasst euch impfen, aber eben nicht verordnet, sondern es ist gut für euch, das hilft unserem Land, wir können damit das Virus bekämpfen. Dieses Thema wird uns auf jeden Fall noch sehr, sehr lange begleiten. Ich bedanke mich bei meinen Gästen in den USA, in Deutschland, hier im Studio. Ja, reden Sie darüber. Das wissen Sie, dass ich das am Schluss der Sendung immer sage. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen.